Es war mal wieder dringend an der Zeit, meine Maniküre zu erneuern. Und ich mache das ja schon eine ganze Weile jetzt mit Dipping Powder von Do Nails. Und da ihr euch ja in der letzten Zeit auch wieder mehr Beauty-Videos gewünscht habt, sind wir heute hier am Start. Und ich habe mal wieder was Neues ausprobiert. Ihr kennt mich ja, ich bin immer super gerne kreativ unterwegs, was meine Nagelmaniküre anbelangt. Und habe heute eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für euch für so einen richtig coolen sommerlichen Ombre-Look. Und würde sagen, wir starten direkt rein, lehnt euch zurück, macht's gerne nach, wenn ihr Bock habt und natürlich nicht vergessen, in der Videobeschreibung vorbeizuschauen. Rein geht's ins Tutorial und viel Spaß dabei! Das sind jetzt meine Nägel nach 3,5 Wochen. Die Maniküre hält echt verdammt gut und lang, aber jetzt ist es an der Zeit, die natürlich gegen was Neues zu ersetzen. Und dafür nehme ich mir als allererstes den Nagelfräser. Den habe ich euch ja schon mal in meinem letzten Do Nails Video vorgestellt und beginne damit dann erstmal die Klarlackschicht zu entfernen und auch so die erste Schicht so ein bisschen vom Farblack. Ich bin ja noch Fräser-Anfängerin, deswegen entferne ich nicht die komplette Maniküre mit dem Fräser, weil ich dafür ja noch ein bisschen weiter üben muss. Ich möchte ja meine Nägel nicht zerstören und deswegen arbeite ich da immer erstmal so an den oberen Schichten, aber das geht echt extrem gut und Übung macht da einfach den Meister an der Stelle. Wichtig ist natürlich auch, das habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, immer Maske dabei tragen, weil das schon ganz schön staubt. Und alles, was mir dann noch nicht weit genug runter und aufgefeilt ist, mache ich dann noch zusätzlich mit der Handfeile ein wenig. Dann bereite ich mir die Entferner Bowl vor. Das ist auch eine Entferner-Methode, wie ich die dann im zweiten Step anwende, die ich echt klasse finde. Dafür füllt man einfach diese Bowl mit lauwarmem Wasser, so zur Hälfte. Und packt dann die mit dabei gelieferten Wattebausche da rein, für alle 5 Finger. Und wenn man halt die Nagelmaniküre schon so ein bisschen, also wenn man die schon so ein bisschen angeraut hat und dann nochmal 10 Minuten hier einwirken lässt gleich, dann kriegt ihr wirklich alle Reste super easy runter. Und ich zupfe mir die dann so ein bisschen zurecht, gebe dann den Dipping Powder Remover da oben drüber, dass die gut getränkt sind. Und dann kommen einfach die Fingernägels da rein, ja, so dass sie schön mit den Wattebäuschlein bedeckt sind. Und dann heißt es einfach 10 Minuten wirken lassen und dabei immer so ein bisschen die Hand so an die Wände von dieser Bowl drücken, sodass halt überall schön der Remover wirken kann. Wenn ihr dann nach 10 Minuten fertig seid mit dem Einwirken, kann man noch mal so ein bisschen hin und her reiben auf dem Nagel, damit man auch noch so die ganzen aufgeweichten Reste von der Dipping Powder Maniküre runterbekommt. Und ihr seht, das entfernt schon den größten Teil. Für noch kleinere Reste und ja, so ein bisschen, das hat jetzt alles so eine gelige Konsistenz, nimmt man einfach so einen Nagelschieber oder auch so ein Rosenholzstäbchen und kann sich da im Prinzip nochmal einen gröberen Aufbau sozusagen etwas runterschieben. Aber natürlich dabei halt aufpassen, denn der Rest am besten einfach feilen. Und dafür nehme ich natürlich super gerne die Feilen von Do Nails. Die sind echt super und auch vor allem ganz gerne diese große Buffer-Feile, weil man damit nicht so sehr stark, sage ich mal, auf den Naturnagel runterarbeitet, sondern ein bisschen vorsichtiger einfach umgeht. Und so sehen die dann aus, wenn die frisch gereinigt sind. Perfekt, würde ich sagen. Der Naturnagel ist komplett intakt. Wir legen jetzt los mit der Maniküre und starten dann natürlich erstmal mit dem Primer auf den frischen, sauberen Nägeln zum Entfetten, damit die Maniküre, die neue, auch richtig gut hält. Und dann geht's an die erste Schicht Base Coat und Base Powder. Ihr könnt euch super gerne auch meine allerersten Tutorials nochmal zu dem System anschauen. Da erkläre ich euch ganz Step by Step, wie es funktioniert. Aber letztendlich ist es einfach immer Base Coat auftragen und dann im 45-Grad-Winkel ins Puder dippen, bisschen abklopfen und die überschüssigen Reste sozusagen leicht abbinden.
pinseln. Und das muss man dann erstmal für alle Nägel wiederholen, um sozusagen für die Farbe bzw. das Nageldesign gleich den perfekten Aufbau zu haben. Und wenn ihr übrigens super gern was sparen wollt, ich habe natürlich auch wieder den aktuellen Rabattcode für euch, der lautet Violet15, also schaut da super gerne in der Videobeschreibung vorbei. Für meine Sommermaniküre habe ich mir die Farben Marshmallow und Oberry rausgesucht und dachte mir, ich wage mich mal an so einen Ombre-Look ran. Das ist nämlich eigentlich ganz einfach mit dem Dipping Powder. Man streut nämlich einfach zuerst die etwas hellere Farbe, da habe ich ja hier Marshmallow gewählt, mit einem Pinsel über dem Töpfchen einfach auf so 2/3 des Nagels ungefähr und eher so an der Nagelspitze, dann einfach diesen super schönen, bärigen Pinkton. Das ist Oberry. Das ist noch eine der neuen Farben dieses Jahr aus dem Sommer von Do Nails. Und dann kann man das einfach erstmal so runterwischen. Man kann da auch einfach so ein bisschen so ineinander streuen, damit man auch einen richtig schönen Verlauf hinbekommt. Und muss sich da einfach ein bisschen Zeit für nehmen. Aber das geht echt ganz gut, muss ich sagen. Viel, viel einfacher als mit anderen Systemen. Da muss man keine großen Kenntnisse, sag ich mal, haben, sondern nur ein bisschen Zeit mitbringen und Geduld. Und das macht man dann natürlich dann für alle Finger jeweils in 2 Schichten, damit man auch eine schöne Deckkraft bekommt. Bevor jetzt der Activator kommt, könnt ihr die Nagelhaut und die Ränder noch mal so ein bisschen aussäubern, damit da keine Liftings entstehen. Denn jetzt, wenn der Activator ins Spiel kommt, wovon ihr bitte immer reichlich auftragt, also damit nie zu sparsam sein, denn das ist die wichtigste Schicht sozusagen, die letztendlich diese gesamte Maniküre ans Härten bekommt, dann ja, habt ihr im Prinzip den wichtigsten Step geschafft. Einfach auftragen und dann 2 bis 3 Minuten einwirken lassen. Und jetzt ist es an der Zeit, eure Maniküre noch in die richtige Form zu bringen. Das heißt, die Länge der Nägel könnt ihr nochmal korrigieren und natürlich auch im Prinzip den Aufbau. Also da nochmal gründlich von allen Seiten ein bisschen gucken. Gefällt mir das? Habe ich da irgendwo so Bubbles überstehen? Ne? Dass das alles schön gleichmäßig und einen schönen Verlauf hat. Also einfach mal wirklich von allen Seiten gucken. Die Fachleute nennen das Apex. Der sollte schön abgeflacht und leicht gewölbt sein und dann habt ihr einen perfekten Aufbau. Und dann folgt natürlich noch eine 2. Schicht Activator, damit das Ganze dann richtig aushärtet. Für das glänzende Finish kommt jetzt natürlich noch der Topcoat oben drüber, den dann auch wieder mit zügigen Pinselstrichen auftragen und dann einfach 2 bis 3 Minuten einwirken lassen. Hier ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr euch zwischen dem letzten Activator-Step und diesem Step genug Zeit nehmt, damit ihr da nicht den Pinsel zu stark verhärtet. Und dann seht ihr hier die fertige Ombre Sommermaniküre. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es euch gefällt. Ich bin auf jeden Fall richtig begeistert vom Ergebnis. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir wieder. Ich muss ja sagen, das Ergebnis ist cool geworden. An der einen oder anderen Stelle etwas besser als an anderen Stellen, aber Übung macht den Meister, Leute. Und dafür, dass ich das erste Mal so ein Ombre gemacht habe, bin ich echt mega begeistert davon und glaube, dass das auch in vielen anderen Farbkonstellationen super cool aussehen kann. Schreibt mir also wahnsinnig gern in die Kommentare, wie es euch gefällt und ob ihr es nachmachen werdet. Und natürlich nicht vergessen, sofern ihr Bock habt, Do Nails auszuprobieren. Es gibt einen 15% Code, den findet ihr unten in der Videobeschreibung, natürlich genauso wie den Link. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!